Albert Stuwe und Edith Stuwe zum 100. Geburtstag des Künstlers. Malerei, Grafik, Skulptur. Der weit über die Grenzen Westfalens hinaus bekannte Maler, Grafiker und Lyriker Albert Stuwe, 1921 bis 1998, wäre am 16. März 2021 100 Jahre alt geworden. In den 50 Jahren seines künstlerischen Schaffens hat er ein umfangreiches künstlerisches Werk hinterlassen. Federzeichnung, Ölbilder, Papierarbeiten, Druckgrafik, aber auch Wand- und Raumgestaltung. Den 100. Geburtstag des Künstlers nimmt das Museum Abtei Lisbon zum Anlass, eine umfangreiche Ausstellung mit seinen Arbeiten auszurichten. Gleichzeitig greift die Ausstellung auf das von Albert und Edith Stuwe geborene Kessler 1931 bis 1986 seit den 70er Jahren entwickelte Konzept des gemeinsamen Ausstellens zurück und zeigt einen großen Querschnitt aus ihrem bildhauerischen Werk. Sicherlich kann man in den Arbeiten des Künstlerpaares, welches über 20 Jahre sehr intensiv Kunst und Leben miteinander geteilt hat, ein Geben und Nehmen in zweifacher Hinsicht entdecken. Diese Entdeckungsreise zu ermöglichen, ist gleichfalls ein Anliegen und eine Herausforderung dieser außergewöhnlichen Ausstellung und nur durch die enge Zusammenarbeit mit privaten Sammlern möglich geworden. Sieht man ab von wenigen frühen Skizzen und Zeichnungen, so begann der künstlerische Werdegang Albert Stuwes in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Also in einer Situation, die geprägt war durch die verheerenden Auswirkungen des Krieges und der nationalsozialistischen Diktatur, durch materielle Not und geistige Orientierungslosigkeit. Genau in diesem Klima aus Resignation und Erwartung schuf Albert Stuwe 1946 ein kleines, sehr bemerkenswertes Selbstbildnis. Im Werkverzeichnis trägt es die Nummer 2 unter den Gemälden und zeigt einen jungen Mann im Halbprofil, dessen Antlitz wie zögernd aus der Dunkelheit hervortritt. Es ist ein seltsam ambivalentes Bild, denn der Künstler stellt sich da in spürbarer Distanz, mit ernstem Blick, entschlossen, fast zornig und zugleich ist er auffallend heiter gekleidet, fast wie ein Clown, mit einem zitronengelben Hemd und einer übergroßen roten Fliege. Wie aber passen Ausdruck und Kostüm zusammen? Die Antwort auf diese Frage nimmt etwas vorweg von der weiteren Entwicklung des Künstlers. Denn es zeigen sich in diesem Frühwerk schon einige besondere Merkmale, die für seinen künftigen Weg als Maler und Grafiker charakteristisch waren. Da ist zum einen ein tief erlebter Zwiespalt von innerer und äußerer, von geistiger und materieller Welt, der seiner Kunst etwas Widerständiges und Unversöhnliches verleiht, und zum anderen ein ausgeprägter Hang zur Überzeichnung, zur Groteske, mit dem sich Albert Stuwe vor allem gegen die Eitelkeit des Menschen richtet. Beides wird in diesem frühen Bild auf sehr unmittelbare Weise erfahrbar und somit verwundert es auch nicht, dass gerade das Selbstporträt als Ausdruck von Zweifel und Widerspruch für den Künstler zeitlebens ein so bedeutendes Thema war. Betrachtet man die Werkentwicklung Albert Stuwes über die Jahrzehnte, so lässt sich feststellen, wie Dichte und Detailreichtum seiner Zeichnungen und Gemälde im Laufe der Jahre immer weiter zunehmen, was sich dann vor allem in den späten Labyrinthen zeigt. Das Geheimnis von 1996 ist solch ein typisches Spätwerk des Künstlers. Von Menschen und Tieren, von Fabel und Mischwesen bewohnt, ähnelt es einem fantastischen Urwald und entführt uns damit in eine erträumte Gegenwirklichkeit, in ein groteskes Welttheater, das sich im Zustand ständiger Verwandlung befindet und von tiefer innerer Unruhe erfüllt ist. Denn gerade in späten Jahren tauchen separate Figuren und Gegenstände kaum noch als Thema seiner Gemälde auf, auch kann von herkömmlicher Landschaft nicht mehr die Rede sein. Vielmehr herrscht in ihnen eine Überfülle an kleinsten, oft vieldeutigen Motiven vor, die wie Vexierbilder in ein organisches Liniengeflecht hineingewoben sind. Hier schließlich ging es dem Künstler nicht mehr darum, das Natürliche abzubilden. Stattdessen erfand er es gleichsam neu, in eigenen Schöpfungen und Metamorphosen, die den Triebkräften der Natur entlehnt sind und ganz verschiedene Elemente umfassen, von der Unterwasserwelt bis hin zur Himmelserscheinung. Anders gesagt, es ist ein Labyrinth zwischen Wirklichkeit und Vision,
voller Schönheit, aber auch voller Gefahren und Abgründe. Und damit gibt es uns bis heute Anlass, in den Details immer wieder neue Sinn- und Denkbilder zu erkennen, auch für unser eigenes Verhältnis zur gebauten Welt, zur Natur und zur geistigen Situation der Zeit. Edith Stuves Thema ist der Mensch. In Einzelfiguren, in Gruppen, aber eben auch wie hier im Rahmen des Königspaares. Ihren Figuren zu eigen ist eine Stille, eine Würde, eine Harmonie. Nichts Aufgeregtes oder Unnötiges lässt sich in ihren Bronzeplastiken finden. Immer wieder benutzt sie für ihre außergewöhnlichen Bronzeskulpturen Bekrönungen, die der Figur oder der Figurengruppe noch einmal eine zusätzliche Strenge und Schönheit gibt. Ein ganz ungehobener Schatz sind die Kugelschreiberzeichnungen von Edith. Sie sind nahezu unbekannt und alle 1967 bis 1969 entstanden. Sie füllen die skurrilen Tiere, füllen das Blatt völlig aus, aber auch hier, wie schon bei den späteren Bronzeplastiken, konzentriert sich die Sicht auf eine einzige Figur. Auch hier ist alles Unnötige weggelassen. Bei dieser Arbeit finden wir schon diese interessanten Bekrönungen, die später sehr häufig in den menschlichen Bronzeplastiken auftauchen. In erster Linie ist Albert Stuve Zeichner. Hier sieht man einen typischen Albert Stuve. Eine Arbeit, die viele Assoziationen zulässt und die auch genauso aus einer bestimmten assoziativen Art entstanden ist. Das Motiv, hier eine große schneckenartige Figur, ein Ammonit, eine Person und noch einmal eine kleinere Schneckenform dahinter, im Hintergrund eine Hafenszene, wie sie häufig in Arbeiten von Albert Stuve auftaucht. Sie zeugt von seiner Begeisterung für Segelboote, für Kutter, Fischerkutter, von seinen zahlreichen Reisen an die Nordsee, überhaupt ans Meer und seine Begeisterung für die grafischen Elemente, die die Takelagen bilden. Dazu kommen noch andere Dinge, die assoziativ auftauchen, wie hier Krebse, kleine Muschelformen, eine Figur, häufig er selbst, als Selbstporträt, die auch in diesen Zeichnungen immer wieder zu sehen ist. Diese Bronze von Edith Stuve ist ein schönes Beispiel, wie sich die Bildhauerin und der Zeichner auch thematisch und in der künstlerischen Vorgehensweise gegenseitig motiviert und animiert haben. Auch hier ist diese spiralförmige, ammonitenhafte Form als Grundform zu sehen, wo assoziativ ebenfalls kleinere Figuren, stilisierte Blumen, Blüten oder Blätter